Dann heißt es vom Land, Berufsorientierung ist originäre Aufgabe der Schule. Ja, Berufsbildung und Orientierung, aber nicht jetzt die Elternhäuser zu ersetzen. Bildungsgerechtigkeit, diese Lehrerversorgung. Die Voraussetzungen sind einfach anders, wie die Kinder ins Leben starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage in Karlsruhe. Heute dreht sich alles um das Thema Schule. Es wird eine Doppelfolge werden, also bleibt dran, bleibt gespannt. Ich habe hier zwei wunderbare Gäste, einmal den Schulrektor von der Pestalozzi-Schule in Durlach und den Konrektor vom Goethe-Gymnasium, Herr Kühn und Herr Bertram, bei uns heute hier im Studio. Und wir können gleich mal einsteigen, weil das große Thema, was ja auch in den Schlagzeilen war, die Weltbank hat auch eine Studie dazu gebracht, ist sozusagen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Schüler, aber auch auf das Abhängen der Schüler, dadurch, dass viel Zeit kein Schulunterricht stattgefunden hat. Merken Sie diese Auswirkungen bei sich? Definitiv. Also wir merken die Auswirkungen immer noch, wenn man so sagen möchte auch. Die Schulschließungen, das ist ja auch mittlerweile kommuniziert, waren sicherlich in dem Umfang ein Fehler. Und ich glaube auch, dass sie in der Weise nicht mehr vorkommen werden. Wir merken es sehr umfangreich, vor allen Dingen nicht nur jetzt im Bereich Lernen, was den Wissensstand und Lernstand betrifft, wir merken es auch im sozial-emotionalen Bereich. Wie wirkt sich das aus, sozial-emotional? Ja, das Miteinander, dass man das wieder lernen muss, dass bestimmte Dinge, Regeln dann auch wieder bewusst gemacht werden müssen, allen Schülerinnen und Schülern. Auch, dass wir gemerkt haben natürlich, wie wichtig das für die jungen Menschen ist, dass sie in Präsenz dann auch an der Schule leben können, weil Kontakte und Freunde dann auch zu Mitschülern und Mitschülern unheimlich wichtig sind. Ja, und ich denke, dass wir unglaublich viel momentan so auch gerade in den Erziehungsbereich investieren müssen. Das ist sicherlich noch mehr, als es vorher war. Und was ich ja auch schon mal angedeutet habe, das Thema Schulabsentismus, können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden, ist auch ein großes Thema dadurch geworden. Haben Sie da ein konkretes Beispiel auch? Auch jetzt von Einhalt und Akzeptanz, was Regeln betrifft, also in Fragestellungen von Dingen, die jetzt eigentlich in der Form nicht in Frage gestellt wurden. Ich habe eine Situation in Erinnerung, dass es eben eine Situation gab mit einem Schüler, wo ich dann auch jetzt als Schulleiter, nicht als Klassenlehrer, zu ihm gesagt habe, komm bitte hierher, ich muss mit dir reden. Und er dann gesagt hat, nö, er will jetzt nicht kommen. Und dann sage ich, ja, aber du kommst jetzt? Nö, wenn ich jetzt keine Zeit hätte, als ich als Schulleiter, würde es ja auch nicht gehen. Und er hätte jetzt keine Zeit, er muss jetzt gleich telefonieren. Dann hat sein Handy geklingelt. Ich sage, du gehst jetzt nicht ans Handy, da ist er trotzdem ans Handy gegangen. So, also es eskaliert, dann muss man aufpassen, dass man sich auf diese Spielchen einlässt. Also solche Dinge, das hat schon zugenommen. Also dass dann eben auch so Dinge in Frage gestellt wurden, die jetzt nicht so in Frage gestellt wurde, dass es Probleme gab, natürlich, was das Verhalten betrifft, vorher, um Gottes Willen. Das ist jetzt alles durch Corona. Aber das waren schon so einzelne Dinge, wo man gedacht hat, was ist jetzt hier passiert, ja? Dass man vielleicht vom Gefühl her denken könnte, okay, die Corona-Diskussion, die waren ja sehr, sehr präsent in den Medien. Akzeptiert man das jetzt auch, was dann da alles beschlossen wurde, mit den ganzen Einschränkungen im Endeffekt und dass sich das ein Stück weit auch übertragen hat? Ja. Wie ist das bei Ihnen, Corona-Auswirkungen? Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Schularten. Also wir als im Gymnasium haben auch Auswirkungen gespürt, allerdings eher im positiven Sinn. Also die Schüler haben sich gefreut, wieder in die Schule zu kommen, waren da, glaube ich, insgesamt sehr froh, dass die Schule wieder losging. Und klar, im sozial-emotionalen Bereich gab es teilweise Probleme. Wo wir aber versucht haben, das mit einem Programm, also es gibt auch das Rückenwindprogramm, durch verschiedene Aktivitäten, Klassengemeinschaften wieder zusammenzuführen, Fahrten nachzuholen. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind wir da drüber weg. Und das läuft eigentlich, sage ich mal, wie vor Corona, mehr oder minder, bis auf wenige Ausfälle. Beim Thema Bewegungsarmut, das war jetzt auch gerade erst in der BNN, gab es ein Interview mit einem, ich glaube, Forscher, der meinte sozusagen, Bewegungsarmut hat eklatant zugenommen, gesagt wohl auch eine Studie der WHO, gerade durch die Corona-Jahre, und der Schulsport kann es nicht mehr auffangen, beziehungsweise an den Schulen passiert zu wenig oder es gibt zu wenig qualifiziertes Lehrpersonal für den Schulsport oder auch zu wenig Hallen- und Schwimmangebote. Wie sehen Sie das bei sich in Ihren Schulen?
Also wir hatten, also wir haben genügend Sportlehrerinnen und Lehrer. Wir haben auch zwei Hallen und ich bin jetzt kein Sportlehrer, also müsste ich mit den Sportlehrern sprechen, ob die es festgestellt haben, dass ein Bewegungsmangel da ist. Was wir gespürt haben, ist Schwimmfähigkeit hat nachgelassen. Also wir haben in der 6. Klasse ist ein 1,5 Jahr Schwimmunterricht und hatten das früher immer mal wieder, dass eine Schülerin, ein Schüler nicht schwimmen konnte. Die konnten dann, wurden in die Parallelklasse, weil sie eben nicht ins Schwimmbad mit konnten, weil sie überhaupt gar nicht schwimmen können. Und jetzt hatten wir tatsächlich 3, 4 Schülerinnen und Schüler, die nicht schwimmfähig waren. Und wir hatten da auch im letzten Schuljahr über ein Sonderprogramm dann einen Schwimmkurs angeboten, was wir dieses Jahr deswegen nicht mehr machen konnten, weil wir keinen Lehrer frei haben da dafür und von externen niemanden bekommen haben. Das ist eine Auswirkung, also Schwimmfähigkeit, aber Bewegungsmangel ist sicherlich ein allgemeines Problem, aber da kann ich nicht für unsere Schule sprechen. Also Bewegungsdrang ist sicherlich da, da müssen wir jetzt unterscheiden. Ich bin ja jetzt Schulleiter von der Grund- und von der Werkrealschule. In der Grundschule sicherlich, der Bewegungsdrang ist da. Aber ich kann jetzt bestätigen, was der Herr Bertram gesagt hat. Die Schwimmfähigkeit auf jeden Fall ist ein Thema. Da merkt man das schon natürlich, dass dann auch einige Zeit eben dies nicht genutzt werden konnte. Und da haben wir schon auch Unterstützungsangebote. Also es gibt ein Schwimmfix-Projekt hier in Karlsruhe. Das heißt, da kommen Studenten zum Beispiel dann auch mit in die Grundschule, in die Grundschulklasse mit rein, unterstützen die Lehrer beim Schwimmenlernen. Dann kann man differenzieren, hat nochmal Möglichkeiten, dann eben Nichtschwimmer speziell auch nochmal zu fördern. Es gibt also zusätzliche Projekte auch nochmal, wo dann so in den Ferienangebote gemacht werden. Wir haben natürlich auch, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Bertram, Rückenwindangebote in der Sprachförderung, in Mathematik, aber auch im sozial-emotionalen Bereich. Also wir machen schon viel natürlich dann auch, um dagegen zu wirken. Aber nochmal, ich muss schon sagen, die Auswirkungen sind jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht mehr zu spüren sind. Sie sind noch deutlich zu spüren und ich glaube, die werden uns auch noch ein bisschen begleiten, ja. Ja, Schulabsentismus hatten Sie ja vorhin erwähnt, ja. Also dass Schüler nicht zum Unterricht erscheinen. Ja. Ich komme, ist bei Ihnen ein großes Problem. In der Sekundarstufe ist das ein großes Thema geworden in den letzten Jahren. Schon vor Corona war es Thema. Es gab ja irgendwann Mitte der 10er Jahre auch mal so einen großen runden Tisch hier in Karlsruhe, wo dann alle zusammengesetzt sind, Sozial- und Jugendbehörde, auch Ärzte, andere, ein Ordnungsamt zum Beispiel auch mit drin war, um so einen Leitfaden zu erstellen, weil es einfach zugenommen hat. Und über Corona hinaus einfach ist es jetzt deutlich bei uns zu merken, dass es nochmal zugenommen hat. Dass die Schülerinnen und Schüler eben durch dieses nicht in die Schule gehen, dieses Fernlernen, dann eben so eine gewisse, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Man kann es wahrscheinlich gar nicht, aber allgemein sagen, so eine gewisse Distanz vielleicht da aufgebaut haben, die erst überwunden werden muss dann auch wieder. Und ist das auch eine Art Perspektivlosigkeit bei den Schülerinnen und Schülern? Oder ich weiß es nicht, das haben die andere Motivatoren? Es ist sehr vielfältig. Also es ist sicherlich bei manchen auch Perspektivlosigkeit, Ahnungslosigkeit, was will ich überhaupt? Also wohin möchte ich gehen? Weil dann Unterstützungssysteme vielleicht auch fehlen. Die wir auch versuchen zu geben, natürlich auch, aber dann eben unglaublich viele Aufgaben zu erledigen haben, umzusetzen haben, auch unsere Lehrkräfte. Es ist auch einfach Bequemlichkeit manchmal. Es sind dann auch Ängste, die sich auch, also wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die einfach Ängste aufgebaut haben, die sich nicht mehr in Sozialgefüge trauen. Ob das jetzt mit Corona unmittelbar zu tun hat oder ob es einfach nur verstärkt wurde, es ist wirklich vielfältig. Aber Schulabsentismus ist es bei uns in der Sekundarstufe schon ein großes Thema. Und es ist auch da angekommen jetzt in vielen Einrichtungen, dass da was getan werden muss, ja. Was wären da so die Hebel? Also Schulsozialarbeit kann ich mir vorstellen. Schulsozialarbeit auf jeden Fall ist eine Möglichkeit, überhaupt Unterstützungssysteme zu finden und zu nutzen, die es ja auch gibt. Es gibt ja auch vielfältige hier in der Stadt Karlsruhe. Das kann ich gerne sagen, dass ich weiß, dass die Stadt Karlsruhe dann schon vieles auch macht, um dann die Schulen zu unterstützen, definitiv. Und dass man da offene Ohren findet. Aber Es scheitert halt schon ein Stück weit daran, das ist vielleicht auch ein Unterschied zum Gymnasium, wir haben Lehrermangel. Wir haben Lehrermangel, also wir sind unter dem Direktbereich versorgt momentan. Das heißt, wir können nicht mal die Pflichtstunden auch versorgen, wenn wir krankheitsbedingte Ausfälle haben. Dann führt es wieder zu Unterrichtsausfall, das können wir gar nicht auffangen. Das führt wieder dazu, fällt Unterricht aus, dann kann ich das ja auch anders angehen. Also es ist wirklich... Bildung insgesamt, denke ich, ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema.
wo wirklich sehr zeitnah schon gestern eigentlich überlegt werden muss, was müssen wir tun, um da wirklich auch dann das aufzufangen, weil ich denke, das ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig, gerade jetzt hier für uns. Ohne Bildung und ohne diese Unterstützungssysteme sehe ich da schon auch eine Gefährdung, die auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Ja. Wäre da Elternbegleitung auch ein Weg, also um die Eltern mehr mit an Bord zu bekommen? Ja, das ist auch ein Thema. Wir hatten Unterstützungssysteme, zum Beispiel Berufseinstiegsbegleiter, die haben dann einzelne Schülerinnen und Schüler vor ein paar Jahren noch ab Klasse 8 begleitet in der Berufsberatung, in der Berufsfindung. Dann sind leider die Gelder des ESF weggefallen, des Europäischen Sozialfonds. Dann hat es eine Zwischenlösung gegeben, dass das Land bereit war, also die Hälfte finanziert die Arbeitsagentur und dann die andere Hälfte, ein Viertel davon finanziert das Land. Und die Stadt Karlsruhe hat sich auch zum Beispiel bereit erklärt, ein Viertel davon zu finanzieren. Jetzt hat sie das Land zurückgezogen, finanziert es nicht mehr. Jetzt sagt die Stadt Karlsruhe, wir können es auch nicht mehr finanzieren. Ja, von daher machen wir es auch nicht mehr. Da fällt ein für uns funktionierendes System plötzlich weg. Weil da hat man genau das gehabt, was Sie eben angesprochen haben, nämlich dass dann direkter Kontakt war mit dem Elternhaus, auch mit den Schülern und dass sie auch die Schülerinnen und Schüler begleitet haben über die Schulzeit hinaus. Also auch noch, dann noch, wenn sie ins Berufsleben eingestiegen sind für ein halbes Jahr. Das war ein funktionierendes System, was wegbricht. Das können wir in der Schule nicht auffangen. Dann heißt es jetzt hier vom Land, Berufsorientierung ist originäre Aufgabe der Schule. Ja, Berufsbildung und Orientierung, aber nicht jetzt die Elternhäuser zu ersetzen, das können wir Lehrkräfte nicht leisten. Ja. Ist das am Gymnasium? Also Schulabsentismus, so wie bei Ihnen, ist bei uns kein großes Thema. Es gibt natürlich einzelne Schülerinnen und Schüler, die hohe Fehlzeiten haben, aber prinzipiell von einem Problem Absentismus kann man nicht sprechen. Was man beobachtet, das ist aber, glaube ich, nicht ein Phänomen von Corona, dass es doch immer wieder im Laufe der Jahre mehr Schülerinnen und Schüler gegeben hat, die psychische Probleme in die Schule mit reingebracht haben oder durch die Schule psychische Probleme ausgelöst wurden. Und da sind wir auch ganz froh. Wir haben auch Schulsozialarbeiter, die wir auch brauchen, die da tätig werden. Aber im Großen und Ganzen ist es vielleicht eher, nochmal einen Unterschied hervorzuheben, vielleicht ein Leistungsdruck, der bei uns herrscht, dass viele sehr gut ihr Abitur machen möchten und dadurch ein gewisser Druck aufgebaut wird. Aber jetzt, wie gesagt, Absentismus oder so eine Perspektivlosigkeit, wie Sie angesprochen haben, ist eher die Ausnahme, würde ich sagen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, eine Art Brücke zu schaffen von Werkrealschule zum Gymnasium? Ja, das ist wissen Sie, das ist schwierig. Also da geht es auch um Bildungsgerechtigkeit. Ja. Wir können ja sagen, die Hauptschule heutzutage ist das Gymnasium, weil die meisten Schülerinnen und Schüler gehen aufs Gymnasium nach der Grundschule, auch von der Bildungsempfehlung her auch schon alleine. Und trotzdem ist es so, dass ich finde, dass Bildungsgerechtigkeit einfach auch ein großes Thema ist. Dann die Voraussetzungen sind einfach anders, wie die Kinder ins Leben starten und auch ins Schulleben starten. Das ist sehr herausfordernd. Wir sind jetzt eine Schule mit großem mit einem hohen Migrationsanteil, dann auch sowohl in der Grundschule als auch in der Sekundarschule. Und wir haben damit zu kämpfen. Ich finde das dann auch ein Stück weit ungerecht, möchte ich sagen, weil ich das ja unsere Gesellschaft auch abbildet. Und da ist es eher dafür zu sorgen, dass dann auch Schule so organisiert sein kann, dass diese Heterogenität dann auch sich da zeigt, die wir in der Gesellschaft haben. Da haben wir durchaus zu kämpfen, den Eltern auch zum Beispiel zu vermitteln in der Grundschule, lasst eure Kinder hier bei uns, sie sind gut aufgehoben, ihr müsst keine Angst haben vor dem Migrationshintergrund, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ihr müsst keine Angst haben dann auch vor den Großen, weil wir eine der wenigen Verbundschulen dann auch noch sind, von Primarstufe und Sekundarstufe, sondern die tragen das System auch mit. Das ist nicht ganz einfach. Also es fängt schon an bei der Einschulung. Es gibt sehr viele Anträge auf Schulbezirkswechsel hier in Karlsruhe, obwohl es ja Schulbezirksgrenzen gibt in der Grundschule. Und ich finde, das wirkt sich auch da schon aus. Dann sind Schulen nochmal besonders im Fokus. Im Brennpunkt, hat man ja früher gesagt, obwohl ich das Wort gar nicht so benutzen möchte. Aber das wirkt sich aus.
Also das ist ein großes Thema auch, dann eine große Aufgabe auch für die Lehrkräfte bei uns in der Schule. Mhm. Aber die Kinder nehmen das ja gerne an. Also ich rede jetzt mal von der Grundschule, die nehmen es ja wirklich gerne an und sind auch dankbar dafür, auch wenn sie dann diese Unterstützung bekommen. Und die machen auch große Fortschritte. Und auch wir haben ja, was weiß ich, einen Anteil von über 50%, die aufs Gymnasium gehen. Es muss ja nicht ein Anteil sein von 70-80% aus der Grundschule, die ans Gymnasium geht. Ja. Gut, eine Sache, die ja politisch jetzt auch wieder diskutiert wird, ist ja die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung. Die wurde ja abgeschafft und letztlich gibt es durchaus Gymnasien, also Werkrealschüler ist eher die Ausnahme, aber viele Schüler mit Realschulempfehlung wechseln dann oder probieren es am Gymnasium, wogegen ja nichts einzuwenden ist. Und diese Grundschulempfehlung wird eher als sage ich mal, lästige Empfehlung vielleicht wahrgenommen. Also das wäre sicherlich ein Schritt hin, dass man eine Verbindlichkeit da wieder schafft. Auch wenn es natürlich einen Druck erhöht auf ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn es dann plötzlich wieder verbindlich ist. Aber das wäre was im Gymnasium, glaube ich, sicherlich helfen würde teilweise. Ja. Erhöht den Druck nicht auf die Kolleginnen und Kollegen. Es finden ja jetzt, wenn man so möchte, auch echte Beratungsgespräche statt. Das machen wir ja auch in der Grundschule, dass dann die Eltern beraten werden. Nur haben sie halt freie Entscheidungswahl. Sie müssen durchaus nochmal dann bei der Aufnahme an der weiterführenden Schule dann auch, sie müssen ja die Empfehlung vorlegen und dann gibt es auch nochmal ein Beratungsgespräch, aber wenn das nicht so wäre. Wenn es gewünscht wird, dann wird es so gut wie gewünscht. Ja. Aber ich glaube, ich habe Geschäftsführer der Schule angesprochen, so 10% Realschüler jetzt, die ans Gymnasium gehen. Ich denke, das fängt vorher schon an. Also ich glaube, dass viele Eltern sich schon an das dann auch halten und sich an dem orientieren zumindest. Da gibt es natürlich Ausnahmen. Die laufen dann eher uns weg natürlich. Also Werkrealschulempfehlungen gehen viele an die Realschule. Mit Werkrealschulempfehlungen nicht zu sehen, dass in den ersten beiden Jahren auf dem mittleren Bildungsniveau nur unterrichtet wird an der Realschule. Und dann wieder die Situation entsteht, wie halt die Kinder auch schon von der Grundschule ein Stück weit kennen, dass sie dann wieder abgehängt sind. Aber dann heißt es, wir probieren es mal und dann kommen die vielleicht irgendwann wieder zurück zu uns. Da ist es auch nicht so positiv. Also dann werden die Schülerinnen und Schüler bei uns angemeldet, die halt, wo die Eltern das bewusst machen, also ich möchte es jetzt auch gar nicht so negativ darstellen, das bewusst machen auch, aber die halt, das wissen wir schon, einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. Die sind dann bei uns und ich habe mit dem Uwe Müller auch gesprochen, wenn bei Ihnen dann, was weiß ich, 150 Anmeldungen dann gemacht werden oder ich weiß nicht, wie es jetzt waren und die Leute Schlange stehen, an den zwei Tagen, die dann Anmeldung sind bei uns, da können wir jeden per Handschlag begrüßen. Also wir kriegen jetzt eine Klasse zusammen fürs kommende Schuljahr in der 5. Klasse. Ja. Also ob die Schüler jetzt schon so klare Gedanken haben oder Pläne, wenn sie in die 5. Klasse kommen, wo ihre Interessen und Begabungen liegen, kann ich schwer sagen. Ich glaube, das wird halt von den Eltern mehr oder minder im Elternhaus entschieden. Und bei uns ist es so, dass den Eltern oder den Kindern, die da kommen, schon so eine akademische Laufbahn eher vorschwebt und die Anmeldung erfolgt mit dem Ziel, das Abitur zu machen und dann später irgendwie akademisch sich weiterzubilden. Also wir sind ja wahrscheinlich die einzige weiterführende Schule, die jetzt auch in der weiterführenden Schule dann eher so nach dem Klassenlehrerprinzip arbeitet, also nicht nach dem Fachlehrerprinzip. Das heißt nicht, dass es keinen Fachanspruch gibt, aber natürlich in dem Wissen, dass diese personale Bindung schon sehr wichtig ist für die Kinder und dass das etwas ist, was sie auch brauchen, Begleitung, Unterstützung. Dass sie eben oft nicht in der Lage sind, auch eigenständig zu arbeiten. Ja, wie es zum Beispiel mit der Gemeinschaftsschule dann auch angeboten wird. Das funktioniert dann auch nicht, weil diese Fähigkeiten in der Richtung nicht da sind. Aber das Ziel ist es von uns natürlich genauso, sie dazu animieren, dass sie eigenständig arbeiten und eigenständig dann die Aufgaben angehen können und eigenständig dann auch ihr Leben angehen können. Ja. Der Weg dorthin ist ein Stück weit ein anderer. Ja, richtig. Ja. Was wünschen Sie sich von der Politik, wenn Sie so ein paar Wünsche frei hätten? Als Nach-Corona-Maßnahmen sozusagen.
Oder auch allgemein, um den Schulalltag zu verbessern. Ja, sicherlich, was Sie meinten, Bildungsgerechtigkeit, diese Lehrerversorgung, dass da vielleicht was getan wird, da können wir jetzt nicht klagen. Also wir haben eine sehr gute Versorgung in Karlsruhe Stadt. Das ist im Gymnasialbereich kein Problem. Da gibt es genügend Bewerber, die hier arbeiten möchten. Aber in anderen Schularten wäre das sicherlich wünschenswert, dass da eine bessere Ausstattung kommt. Und was jetzt sehr spezifisch fürs Gymnasium jetzt wäre, ist sicherlich auch Klassengröße, vor allen Dingen später dann 11, 12. Da gibt es dann in der Kursstufe verschiedene Schlüssel, wie viele Kurse man einrichten darf. Und da gab es ja auch durch neue, also die Oberstufenreform, glaube ich, gibt es da noch Handlungsbedarf, dass man da noch diesen Schlüssel ein bisschen verändert. Also das wäre so spontan jetzt meine... Ist man da eingestellt auf die geburtenstarken Jahrgänge? Also bei uns im Bereich nicht. Sie hatten es ja vorhin auch angesprochen, Anmeldezahlen, die gehen für den Gymnasialbereich in Karlsruhe, da sind sehr hoch nach wie vor, was da dazu führt, dass wir zum Beispiel nicht alle, und es geht anderen Gymnasien genauso, nicht unbedingt alle Schüler aufnehmen kann, die sich am Gymnasium anmelden. Die Klassen, der Klassenteiler, es liegt ungefähr bei 30. Also es gibt keine fünfte Klasse im Gymnasialbereich Karlsruhe Innenstadt, die dann normalerweise weniger als 30 Schülerinnen und Schüler hat, was eine große Anzahl ist. Und da wäre eher dann die Frage, ob es in dem Bereich, das ist natürlich eine große Nummer, vielleicht noch ein weiteres Gymnasium eröffnet wird oder eben räumlich irgendwie erweitert wird. Also das wären so Sachen, die jetzt für Karlsruhe, glaube ich, ganz dringlich wären. Okay. Das ist bei uns leider auch anders jetzt von dem Lehrpersonal her, weil bei uns großer Bedarf da ist. Also das heißt, da gibt es zu wenig Lehrkräfte, die dann eben nachrücken. Viele Schulen sind jetzt mittlerweile auch in der Stadt Karlsruhe, wir waren da immer noch bisher in einer besseren Position, unterversorgt, also was die Unterrichtsversorgung betrifft, dass dann auch im Direktbereich gekürzt werden musste. Das liegt einfach daran, dass Personal auch fehlt. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dafür zu sorgen, dass da auch ausreichend Personal da ist. Es ist irgendwie auch schwer zu verstehen, dass wir in dieser Situation sind, dass da so viel Personal fehlt und Lehrkräfte dann auch fehlen, weil das war ja eigentlich zu erkennen. Da gibt es Ansätze, also dass jetzt in der Primarstufe zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen die meisten Deputatstunden haben und am schlechtesten bezahlt sind. Ich möchte nicht sagen, dass sie schlecht bezahlt sind, aber am schlechtesten bezahlt sind. Das ist nicht nachzuvollziehen, weil ich denke, gerade in der Grundschule, in der Primarstufe werden ganz fundamentale Dinge auch gelegt. Da werden die Bausteine, die Grundsteine dann auch gelegt für die weitere schulische Bildung, für den weiteren schulischen Weg. Also da zum Beispiel dringend umzudenken, dass es dann nicht eben sein kann, dass von anderen Bundesländern dann Lehrkräfte abgeworben werden, weil sie dort besser bezahlt werden, dann auch hier. Also Lehrkräftemangel ist ein großes Thema. Und andere Unterstützungssysteme auch, natürlich jetzt auch unabhängig von Corona. Also wir brauchen Schulsozialarbeit, ich glaube, wir haben es vorhin auch schon gesagt, ja. Unbedingt. Ja, das ist eine große Hilfe. Wir brauchen wahrscheinlich auch noch andere Unterstützungsangebote. Schule ist einfach so komplex geworden, dann auch von den Herausforderungen, die wir da zu bewerkstelligen haben, dass diese Lehrkräfte alleine nicht mehr machen können. Und eigentlich ist ja Bildungsarbeit das, was wir als erstes machen sollen. Das hat sich bei uns verschoben. Ja, das ist bei uns eher, also in der Sekundarstufe auf jeden Fall, Erziehungsarbeit und Sozialtrainingsarbeit und auch Bildungsarbeit natürlich. Ja. Wie könnte man Elternschaft oder die Eltern mehr ins Boot holen? Oder wie könnten Eltern die Schulen unterstützen, anstatt Eltern gegen Schulen, Eltern für die Schulen? Hätten Sie da Ideen, wie die Elternschaft die Schulen in diesen Themen unterstützen könnte oder Druck aufbauen könnte auch gegenüber der Politik? Naja, also Eltern gegen Schule ist eigentlich nicht so die Situation, sondern wir haben schon immer das Gefühl, Sie vielleicht auch, dass man so alle in einem Boot sitzen und versuchen, in die eine Richtung zu fahren. Also, und ich würde es auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Kritik am Schulträger in Karlsruhe, weil Karlsruhe doch schon recht viel tut für die Schulen. Ja. Insofern, klar, es gibt ja verschiedene Foren, in denen dann die Schulleiter aktiv sind und ihre Meinung äußern. Aber die Eltern jetzt da für ins Boot zu holen, dass der Klassenteiler nach unten geht oder dass eine neue Schule gebaut wird, ist schwierig, glaube ich, in der momentanen Situation. Ja. Ja.
Ja, also ich denke, das ist politische Forderungen zu stellen, das ist auf jeden Fall legitim und darauf hinzuweisen, dass es eigentlich jetzt in der Situation, in der wir uns finden, untragbar ist. Das ist das eine, aber auf die Schule bezogen ist es natürlich wichtig, sehe ich genauso wie Sie, dass wir zusammenarbeiten, also Schule mit Elternhaus zusammenarbeiten, im Interesse auch für die Kinder und Jugendlichen, die bei uns sind. Also wir reden ja nicht umsonst von Erziehungspartnerschaft dann auch, die dann auch da zu bewerkstelligen ist. Und ich denke, es ist ja wie in der Beziehung überhaupt. Wenn alles gut läuft, ist ja prima, dann gibt es auch keine Probleme. Es zeigt sich immer in der Krise, ob dann diese Erziehungspartnerschaft auch funktioniert. Da haben wir natürlich, das ist uns wichtig und da haben wir auch viele Eltern, mit denen wir es gut machen können. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die wir auch da nicht erreichen. Da ist die Schwierigkeit, wie kriegt man die Eltern mit rein, mit ins Boot, dass sie gemeinsam mit der Schule dann auch dieses Interesse auch haben, nämlich das Bestmögliche für ihr Kind oder zu erreichen. Und nichts anderes wollen wir. Also das ist wirklich das grundlegende Ziel, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler auf das Leben vorbereiten. Ja, das ist etwas, dass sie dann auch lebensfähig sind, auch gerade vorbereitend auf unsere demokratische Gesellschaft. Wir sitzen ja jetzt hier in dem Rahmen mit Parteien, also sich einzubringen, teilzuhaben, sich zu interessieren und auch wertzuschätzen, was Demokratie ausmacht. Ja, vielen Dank. Da hätte ich noch eine abschließende Frage, weil es doch, man hat gemerkt, das Thema Schule ist sehr komplex. Ich hatte auf dem Weg bekommen noch die Frage, lohnt es sich, Schulmanagement zu studieren? Oder obwohl man kein Lehrer ist, macht es Sinn, Lehrer zu werden, wenn man eigentlich Rektor werden will? Um sozusagen, wenn jemand das Herz dafür hat, für das Thema komplex, das komplexe Thema Schule anzugehen und sagt, ich möchte jetzt aber vom Schulmanagement her kommen und da was verändern, glauben Sie, es lohnt sich? Oder gibt es da Bedarf? Das ist eine schwierige Frage, sehr spezifisch. Nein, also ich glaube eher, dass die, nein, also sehe ich, also ich kenne niemanden, der Schulmanagement studiert hat. Ich weiß, dass es da einen Studiengang gibt, habe ich aber auch nicht gemacht. Aber ich glaube eher, dass vielleicht das Problem von der anderen Seite kommt, dass junge Menschen sich entscheiden, Lehrerin, Lehrer zu werden und dann feststellen, oh, das ist nichts für mich und dann so eine Exit-Strategie suchen und die geht in Richtung Schulorganisation, Verwaltung, Management als umgekehrt. Also das ist eher, also ich finde, wenn einer an der Schule arbeitet, sollte er gerne Lehrerin, Lehrer sein und seinen Job mögen, die Kinder mögen und dann funktioniert das Ganze. Dann in der Regel entdecken ja dann, so war das vielleicht bei mir oder bei Ihnen vielleicht auch, entdeckt man dann im Laufe der Zeit so ein bisschen, dass man auch so einen Hang zur Organisation hat und ist ja immer noch beides. Also man ist ja Lehrer und Teil der Schulleitung und das ist eigentlich meiner Meinung nach der bessere Weg. Okay. Also es ist einfach der Weg, der in der Regel gegangen wird, dass man Lehrer ist oder Lehrerin und dann eben in die Schulleitung geht, irgendwann sich dafür interessiert und sich bewirbt und dann auch heutzutage wahrscheinlich für jeden, der sich bewirbt, ist man froh, jetzt gerade in unserem Bereich und nimmt den auch dann gerne. Es gibt da jetzt keine spezielle Ausbildung dazu. Aber es gibt natürlich schon Dinge, die eigentlich Ausbildung bedürfen, weil es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt natürlich im Unterricht stehe und unterrichte oder ob ich so eine Schule leiten soll. Es sind halt sehr viele administrative Aufgaben, die mir dazugehören und dann so ein Management zu haben, wie ich das alles organisieren kann, ist sicherlich gut. Es ging das Thema zum Beispiel Leitungsstunden, die Schulleitungen dann auch bekommen, dann auch, weil das hat schon auch enorm zugenommen, was da an Verwaltungsaufgaben zu bewerkstelligen ist. Sie haben ja noch so Abteilungsleitungen, glaube ich, auch bei Ihnen. Das haben wir ja nicht. Also wir haben Rektor und Konrektorin und haben jetzt auch eine Schule von über 500 Schülerinnen und Schülern dann auch zu leiten. Die Fortbildungsangebote, die es da gibt, die sind jetzt bedingt hilfreich. Also ich sehe es wie der Herr Bertram. Wichtig ist, dass man den Beruf gern macht. Und wenn man Interesse hat, Schulleitung zu machen, ist es auch wichtig, dass man das auch gern macht. Allen Widrigkeiten trotzen. Das kann ich jetzt für mich schon sagen, dass es über all die Jahre auch, ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Schulleitung, auch wirklich Spaß gemacht hat. Manchmal wird man sich schon wünschen, dass es dann ein bisschen mehr getrennt wird. Jetzt Administrative, dass es da vielleicht Leute dafür gibt, die das dann übernehmen können, bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen organisiert ist, und man sich mehr auf die Schulentwicklung und diese Aufgaben konzentrieren kann, das schon. Okay.
gibt eine Anfrage zur Bewegungsarmut von unserer Fraktion, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, wie sieht es gerade in der Schullandschaft in Karlsruhe aus. Und auch die FDP hat sehr viel zum Thema Schwimmen gemacht gehabt, letztes Jahr meines Wissens. Herzlichen Dank, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben für Gerne. Uns und auch für den Podcast, um zum Thema Schule und die Komplexität, die Schule mit sich bringt, mit mir zu sprechen. Wir haben so viel Redebedarf gehabt, dass es eine zweite Folge geben wird, mit der es dann weitergeht mit digitalen Themen. Und deswegen bleibt gerne dran und freut euch auf die zweite Folge. Tschüss!